Entscheide, ob du fahren oder mitfahren willst. Das und noch viel mehr soll eine neue App bieten, die gerade von einem Koblenzer Startup entwickelt wird. Die Studenten Jan Löscher, Felix Bonn und Marin Althuis haben die Firma Arrive gegründet, um das Mitfahren in eine neue Dimension zu beamen. Wir bieten eine Plattform, über die sich Fahrer und Mitfahrer verbinden können. Und das ganz einfach über eine App. Als Standort hat man im Technologiezentrum Koblenz ideale Bedingungen gefunden. Beim Besuch erzählen Jan und Felix, wie es überhaupt zu diesem Projekt kam. Und als dann die Idee so weit quasi sich entwickelt hatte, dass ich damit auch wirklich starten wollte, ist mir natürlich der Felix immer eingefallen, habe ich ihn kontaktiert und der war auch direkt. Genau, wir haben uns dann kurz getroffen und dann hat er mich von der Idee praktisch überzeugt. Dann haben wir halt noch einen Programmierer gesucht, den haben wir dann auch relativ schnell gefunden, das war dann der Marvin. Genau, und so kam das zustande. Die Idee war es ursprünglich eigentlich, es zu erleichtern, Mitfahrgelegenheiten zu bilden, weil die ist dadurch entstanden, dass ich eben vom Land komme. Ich wohne in Seelheim, das ist Hinterkochen noch. Und ich komme von der Lorelei. Genau, und wir beide pendeln halt eben sehr weit immer zur Uni. Ein Schlüsselerlebnis führte zum Aha-Effekt. Und eines Tages war dann tatsächlich ein Auto, was wirklich konsequent die ganze vor mir hergefahren ist und dann auf dem Uniparkplatz abgebogen ist. Und dann habe ich kurz darauf auf dieser besagten Studentenplattform Jodel, habe ich dann gefragt, ja, wer war das denn und ob man denn nicht eine Fahrgemeinschaft bilden könnte, weil es ist durchaus teuer. Dann, also das war dann schon, als ich mein Auto hatte. Also allein, was dann an Sprit da drauf ging. Ne? Aus dieser Geschichte entstand zwar keine Fahrgemeinschaft, aber eine gute Idee. Arrive, die Mitfahrgelegenheit für den Alltag. Bisherige Plattformen haben eben nur das gemacht. Sie haben eben vermittelt Leute, die grundsätzlich Lust haben, sich zu vernetzen für sowas und eben sehr regelmäßige Fahrten. Aber ich habe das eben bei dieser Suche mit diesem einen Studierenden, habe ich eben gemerkt, das geht gar nicht so einfach, weil er hatte dann an dem einen Tag Sport, an dem anderen Tag hat er mal erst ab 10 oder ab 12 oder ab 14 Uhr und das war einfach unmöglich. Mhm. Und daraus entstand dann eben die Idee, eine Mitfahrgelegenheit oder eine Zentrale zu erschaffen, die eben diese Spontanität ermöglicht. Und das ist halt eben das Innovative, was sich jetzt daraus entwickelt hat. Eins der Stichworte, künstliche Intelligenz. Die KI und die Algorithmen sorgen praktisch dafür, dass man Fahrtprognosen treffen kann, zum Beispiel wie stark ein Gebiet befahren ist, um dann abschätzen zu können, wie die Wahrscheinlichkeit ist, wieder zu einer gewissen Uhrzeit heimzukommen, zum Beispiel, oder halt generell eine Fahrt zu finden zu der und der Uhrzeit. Die Technologien, die wir nutzen, die sind schon existent. Was innovativ ist, ist die Kombination aus den verschiedenen Technologien. Und wir nutzen halt erstmals diese modernen Technologien wie eben künstliche Intelligenz bei uns in den Algorithmen drin, um eben diesen Komfort zu ermöglichen überhaupt, den eben andere Anbieter nicht haben und weshalb sie eben nicht alltagstauglich sind. Weil größere Plattformen zum Beispiel wie BlaBlaCar, was man ziemlich kennt, ist ja hauptsächlich für Langstrecken, aber die decken halt kaum Kurzstrecken ab. Beziehungsweise BlaBlaCar ist zum Beispiel so, wenn man jetzt von Koblenz nach Berlin oder sowas fahren möchte, dann muss man natürlich auch erstmal nach Koblenz kommen. Das kommt dann noch mit hinzu. Das heißt, man hat keine Möglichkeit, von seinem Heimatort zum Beispiel aus mit jemand anderem zu fahren, weil einfach die Abdeckung vom Netz gar nicht so groß ist, weil das halt ländlich kaum jemand nutzen kann. Das Projekt ist komplexer, als es sich vielleicht zunächst anhört. Die App muss viele Anforderungen gleichzeitig erfüllen. Der Hauptaspekt von der Programmierung ist eben dieses Matching. Das heißt, dass die Routen von Fahrern und Mitfahrern praktisch überschneidbar sein müssen, gleichzeitig die Interessen gedeckt werden müssen und noch, dass andere Leute auch eben diese Routen sehen, teilnehmen können, weil man muss ja nicht nur mit einer Person im Auto sitzen, sondern kann auch mit 2, 3 Leuten im Auto sitzen, noch zusätzlich als... Ja. Die Start-Upper haben aber auch die Gesetzeslage im Blick. Der erste wichtige Punkt ist bei der App, dass wir legal sind, weil im Gegensatz zu Uber in Deutschland und nicht als Taxigesellschaft gelten, weil Privatpersonen keinen Beförderungsschein benötigen, wenn sie nur einen Teil ihrer Fahrtkosten abdecken. Wer an die Idee und an Jan, Felix und Marin glaubt, kann auch Unterstützung leisten. Zurzeit haben wir auch eine Crowdfunding-Kampagne am Laufen, die findet man auf startnext.de/arrive. Dort könnt ihr uns gerne unterstützen, wenn ihr möchtet, könnt euch das ja mal anschauen, gibt da verschiedene Geschenke, die man sich abholen kann, um uns zu unterstützen, könnt euch unser Video anschauen. Tschüss. Ja, tschüss, ja, du auch.